Viele sagen, warum ich Schiiten immer was gegen Aisha habe. So, diese Frage stellt sich immer, also während der Zeit, seitdem das Problem mit Aisha war damals, mit den, dass sie angeblich, also die wurde beschuldigt, dass sie fremdgegangen wäre, durch Sahih Bukhari natürlich, durch ein paar Freunde, durch einen Munafiq, sagen wir, damals von den Sahaba, der das behauptet hat, dass Aisha angeblich, walayyadu billah, fremdgegangen wäre. Und diese Behauptung haben ein paar Sahabe erklärt und geglaubt. Und sogar ihr Vater und ihre Mutter haben das auch geglaubt. Also so ein Gerücht wurde verbreitet in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haben wir schon mal darüber geredet, dass auch sogar angeblich der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie angezweifelt hat. Dass er angeblich das geglaubt hätte, was die Leute verbreitet haben. So, und da, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie für unschuldig erklärt hat durch den Vers in dem Koran, das sind Bestätigungen, für, also beziehungsweise das sind Beweise dafür, dass wir unschuldig sind daran. So, wir nur erzählen wir, was da drin steht, was in dem Koran steht, was in der Sunna steht. Und deswegen sind wir nicht schuld. Sie können uns nicht deswegen schuldig machen, deswegen. Das geht ja nicht. Das steht in ihren Büchern und entweder nehmen sie das so an, wie das in ihren Büchern steht, oder sie setzen sich mit uns in Verbindung, so dass wir diese Sachen beseitigen. Dass sowas nicht mehr in ihren Büchern existiert. So, die Wahrheit muss rüber, muss raus. Weswegen soll das alles versteckt bleiben? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala das verstecken wollte, hätte das nicht inspiriert. Hätte das nicht in den Koran hier eingegeben. Das soll rauskommen. Gute Nacht. So, sie war nicht heilig, die Frau. Sie sagen auch, sie war nicht Masum. Sie war nicht Masum. Und sie geben zu, dass sie nicht Masum war. Sie macht Fehler. Möge Allah ihr vergeben, ihr Fehler. Aber bedeutet nicht, wenn wir darüber reden, dass wir sie hassen oder dass wir gegen sie sind. Viele sagen, warum ich Schiiten immer was gegen Aisha habe. So, sie war nicht heilig, die Frau. Sie sagen auch, sie war nicht Masum. Sie war nicht Masum. Und sie gibt zu, dass sie nicht Masum war. Sie macht Fehler. Und möge Allah ihr vergeben, ihr Fehler. Aber bedeutet nicht, wenn wir darüber reden, dass wir sie hassen und dass wir gegen sie sind. Ich sage, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Deswegen, ihr seht, ich rede einheitlich. Seitdem wir in der Öffentlichkeit sprechen, habe ich mich, alhamdulillah, nicht widersprochen, weil ich davon überzeugt bin, was ich sage. Was ich früher gesagt habe über Aisha, sage ich heute. Deswegen, das sind die armen Schiiten, wallahi, die tun mir leid. Die sind so manipulierbar, so leicht manipulierbar. Du kannst mit denen machen, was du willst. Und das ist diese Loyalität bei den Schiiten, das wird ausgenutzt. قلت له اخر بابا ما توصل النوبه اليه قال توصل اطمئنهم تركبهم يعني مش ايش يعمل تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي استعجل وش دا اقول لك تركبهم يعني خلاقه اهميشيني مرتب خلاقه اهميشيني جميل بقول لك مكان حركه الفرنس فقش ديخ العربية فقوش والناس عبارة كنا على تفوق كلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرفنا قال تركب مثل ما ركب فلان وقال ديخ مش لا مو علم إجمالي هذا واقع الشيعة لا في الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة